Tja, wunderbar. Mehr Bikini-Streifen konnte man auch nicht bekommen. Beziehungsweise sind ja noch nicht mal Bikini-Streifen. Das sind, ich habe einen Top an, weil hier nie Sommer ist und ich aber trotzdem draußen bin, Streifen. Womit wir beim Thema sind, es ist auf einmal Sommer geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mir wurde den ganzen gestern Abend und heute Morgen auch vom Wetterbericht erzählt, so ab 12 kommen die Gewitter, davor ist es wolkig. Lebt damit. Also dachte ich, ja gut, wolkig klingt nach einer guten Voraussetzung, um zu streichen. Und habe angefangen, die Fensterrahmen abzuschleifen und zu streichen, beziehungsweise habe es auch ganz gemacht, aber dummerweise, also schönerweise, aber dummerweise war dann die Sonne doch voll da und der Regen wurde abgesagt und ich habe jetzt sicherlich den Sonnenbrand des Jahrtausends auf dem Rücken, aber das war es wert. Also was soll's, dieser Punkt ist erstmal durch, leider, wie immer. Wenn man mit etwas glänzen will, entpuppt sich das Ganze doch wieder als kompletter Reinfall. Denn ich musste feststellen, dass wir diese Blumen, die da immer vor den Fenstern hängen, das können wir so nicht fortführen. Das sind ja immer Omas schöne Blumen. Aber die sind, das ist ja immer so ein Urwald und die Blätter sind komplett dicht am Holz da und da kommt nie Sonne hin und da ist immer feucht. Also wenn das auf die Blätter regnet, dann die sind halt die ganze Zeit da am Holz und ich dachte mir, kommt das gleich alles entgegen. Also das Silikon aus den Fugen rausgefallen, weil das alles. Kannst mit einem Fingernagel kann ich den Fensterrahmen praktisch aufmachen. Und das liegt natürlich an diesem Urwald davor. Und das liegt auch nicht am Gießen oder so, weil wir gießen vorne in so ein Ding. Das ist so ein wasserspeichernder Kasten. Es ist tatsächlich einfach dieser Umfang dieser Vegetation dort und die Feuchtigkeit, die dadurch entsteht. Und das heißt, anstatt dass ich zu Oma sagen kann, hey, guck mal, ich habe die Fensterrahmen gestrichen. Yay! Muss ich zu Oma sagen, hey, wir können da keine Blumen mehr hinhängen, jedenfalls nicht so riesen Dinger. Und auf diese Unterhaltung freue ich mich natürlich gar nicht, weil ich hasse es, dass ich ständig irgendwo hier Verbote ausspreche. Man hält mich ja schon für verrückt, weil es sind halt alles Sachen, die hätte sonst mein Opa im Blick gehabt. Und wir haben aber nun mal, der ist jetzt seit ich 11 bin, tot und seitdem haben wir hier die Verantwortung, wir Frauen. Und wir haben vieles schleifen lassen, weil man es gar nicht schafft. Es schafft man einfach nicht. Meine Mutter arbeitet Vollzeit, ich arbeite Vollzeit. Meine Oma kann das auch nicht alles alleine. Natürlich, keiner könnte das alleine. Und ja, es gibt einfach Stellen, die haben wir verbockt. So, das Problem ist aber immer, wenn ich dann sage, ja, so und so geht das nicht. Das müssen wir austauschen oder ändern oder anders machen oder das darf man so nicht machen. Dann denkt Oma immer, ich bin verrückt, weil es war ja schon immer so. Wir haben das ja immer so gemacht. So. Aber ich glaube, wenn Opa noch da gewesen wäre, dann hätte er auch zwischendurch mal überall einen Blick drauf gehabt. Und dann wäre es zu manchen Dingen einfach gar nicht gekommen. Das kriegt man halt nicht mit, wenn man das selbst nicht machen muss. So. Jetzt ist es einfach bei vielen Dingen schon zu spät. Und ich bin immer das Arschloch, was das dann sieht und denkt, oh Gott. Und das dann, ja, zeigen muss, sagen muss. Und mir glaubt es dann keiner, weil es ja irgendwie noch gut aussieht. Oder weil ich jetzt gerade drüber gestrichen habe. Oder keine Ahnung. Oh, ich hasse das. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich habe mir auf jeden Fall ein Mittagessen verdient. Und so wie ich das jetzt hier sehe, kann ich sogar die Sonnenliege rausholen. Das hatte ich jetzt so heute nicht auf dem Schiff. Ich dachte, ich fahre nachher hier das letzte Rollo kaufen, weil es nur noch regnen soll.
Ist nicht so. Das heißt, ich werde jetzt diese Liege daraus poolen und mir was zu essen machen und erstmal meinen Sonnenkopfschmerz kurz loswerden. Das war schon ein bisschen heftig eben. Aber habe dafür heute schon Sport gemacht und diese Sachen gestrichen und da kann man sich jetzt schon wieder auf die Schulter klopfen. So weit, so gut. So, Bettstatt errichtet. Jetzt gibt's erstmal Essen. So, 3:30, die ausgestreckte Mittagspause, zu der auch Nagelpflege nach dem Streichen und Fußpflege gehörten und ein bisschen Hörbuch hören und mit meinem Freund schnacken, ist vorbei. Ich mache mir da gerade so ein Käffchen. Nach wie vor mega happy mit diesem neuen kleinen Dings. Also das ist halt hier so ein kleine Herdplatte in Anführungszeichen. Endlich für die Kaffeekanne, so toll. Deswegen mache ich mir jetzt ein Käffchen. Wie schon gesagt, ist alles heute brav erledigt worden. Sport streichen, Haushaltspflichten, Essen. Dass jetzt nur noch eine Pflicht bleibt und das ist das Schreiben. Ich weiß nicht, warum ich mich so schwer tue. Und gestern Abend habe ich mir auch überlegt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, weil ich mich ja offenbar schwer tue, wieder einmal den alten, ich schreibe ein Finale-Trick rauszuholen. Das hatte ich ja bei Jonah so gemacht. Das hatte ich auch beim Band 1 dieser Trilogie so gemacht, dass ich nicht einfach linear losgeschrieben habe, sondern tatsächlich mir die Stelle, auf die ich so richtig Bock hatte, schon mal rausgepickt habe und die geschrieben habe. Und dann alle Fäden dort habe zusammenlaufen lassen. Da entstehen nämlich oftmals noch ganz tolle Ideen. Wäre eine Option. Ja. Es ist, glaube ich, es ist der fehlende Chill-Mode. Also es liegt einfach auch daran, dass ich einfach nie am Stück mal 2 Tage hier irgendwie mich voll drauf einstellen kann. Ich muss mal wieder lernen abzuschalten. Ich habe es komplett verlernt die letzten Monate. Ist echt ärgerlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Da war ich irgendwie früher besser drin, habe ich das Gefühl. Naja, erstmal den Kaffee und dann auch alles Weitere. Das ist immer eine gute Regel jetzt. Ich bin zu alt, um mich da unten hinzuknien. Au. Okay, ich habe ein bisschen geschrieben, aber die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm lässt mich gerade ein bisschen nervös werden. Der Wind frischt auf, es grollt irgendwo da hinten. Ich räume jetzt mal das Wichtigste rein und guck mal, wie ich denn fortfahre. Was ich ja an diesen schönen Wettertagen am liebsten mag, ist, dass wenn man dann, also selbst wenn es dann so ist, dass es dann abends einen Schauer oder ein Gewitter gibt, das ist ja auch nur gut für die Pflanzen und so. Es ist halt so, dass wenn du da reingehst, es ist so schön warm, weil die Sonne hat das Haus hier so aufgewärmt. Und dann gehst du da rein, hast halt immer noch so deinen Trägertop an und es ist noch Sommer und dann ist der nette Sommerregen da und das ist alles so nett. Im Gegensatz halt zu den Tagen, wo es halt nur so kalt und regnerisch ist, dann wachst du kalt auf, bist den ganzen Tag kalt, drin, draußen, überall kalt. Alles bleibt auch kalt und klamm und dann gehst du auch kalt ins Bett. Und das ist halt, also der Regen stört mich gar nicht. Mich stört es halt nur, wenn es überhaupt keine Alternative gibt. So, wenn es wirklich nur nass und kalt ist. So, ich weiß gar nicht, was habe ich denn hier? Jetzt ist auch gleich mein Akku leer. Und es fängt auch definitiv gleich an zu regnen, das merke ich schon. Oh, ich habe aber erst knapp über 1000 Worte. Verdammt. Okay, ich werde jetzt hier noch weitermachen, bis es anfängt zu schütten. Oh, es fallen die ersten Tropfen. Das könnten auch nur so Mini-Tropfen sein. Na, ich gucke das mal eben kurz an, dann schauen wir weiter. Ich finde das ja so faszinierend, wenn ihr mal genau hinguckt, da bewegt sich kein Blatt. Und im Hintergrund grollt es auch schon. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört. Und die Vögel sind auch ganz still. Das ist so, man merkt so richtig so, oh oh, gleich passiert hier was. Manchmal zieht es dann ja vorbei, man sieht das auch hier oben. Da ist halt noch diese gleißend helle, wunderschöne Wolke. Aber dann... So sehr ich Regen auch hasse hier in der Wildnis, aber ist diese Stimmung davor, finde ich super. Weil das so... Es ist so gespenstisch. Ich schaue mal, ob ich euch ein Groll, Donnergrollen mit raufkriege, bevor es hier nasser wird. Oder vielleicht zieht es auch vorbei. Jetzt... Ja, ich glaube, das ist zu leise für die Kamera. Also das Grollen kommt von da. Oh, die Wolke ja auch. Das schnalle ich erst jetzt. Ich dachte die ganze Zeit, sonst kommen die immer von da. Es ist halt ein anderer Wind. Ja, okay, nee, dann wird es wahrscheinlich nicht vorbeiziehen, wenn das Grollen von da kommt und die Wolke von da, dann... Ja,
Ich pack ein. Ich muss eh den Akku laden. Dann gucke ich mal, dass ich vielleicht mit einem Wein später noch weiterkomme. Ach, mir gefällt das hier mit dem Ladegerät nicht. Das macht mir die ganze Anlage kaputt. Da muss ich mir noch mal eine Alternative suchen. Das ist doch richtig kacke. Ich dachte, ich wäre damit durch. Naja, gut. Natürlich hat es bisher zumindest draußen nicht geschüttet. Es hat zwar angefangen zu regnen eben, aber das war überhaupt nichts. Aber jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin. Also scheiß drauf. Ich hole mir jetzt ein Glas Weinchen und dann werde ich, hoffe ich, dass der hier klarkommt. Und dann gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen schreibe. Okay, jetzt fangen wir langsam an. Noch 400 Wörter, dann habe ich meinen Tagessoll und dann kann ich mich entspannen. Draußen rumpelt und grollt das immer noch so rum. Also, tja, keine Ahnung, ob das hier noch ankommt. Aber ich schreibe eh ganz gern hier drin. Ich weiß nicht, wieso. Ich mache das hier drin gerne beim Schreiben. Okay, 2400 Wörter geschrieben, Tagessoll erfüllt, alles fertig. Endlich ein echter Wildnistag. So muss das sein. Und eigentlich müsste ich jetzt kochen, aber ich ziehe jetzt erstmal wieder nach draußen um. Ihr seht, es ist wieder alles wieder gut. Genau, ich ziehe um, setze mich da kurz hin, chill ein bisschen und dann machen wir was zu essen. Eigentlich wollte ich heute was einkaufen zum Essen, aber jetzt habe ich nicht mehr die Muße noch loszufahren. Das mache ich dann morgen mal oder so. Feierabend, alles aufgeräumt, sauber, gefüttert. Jetzt noch 2 Folgen Lost und dann ab ins Bett.